Oh, Road America. Die ziehen wir noch durch. Die ziehen wir noch durch. Was? Miss B by default? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Miss B by default? Meinst du den Adblocker by default? So, 764. Gut, ich muss. Das Event muss ich eh nochmal fahren, damit ich die Autostufe erhöhen kann. Ne? Also von daher ist jetzt nicht so wild. Morgen früh muss ich die Serie machen, um den neuen Ferrari zu bekommen. Ah, okay. Ich bin ja gar nicht auf dem Laufenden, ehrlich gesagt. Weil wie gesagt, ich habe das jetzt. Ich weiß gar nicht, haben wir das dieses Jahr schon gespielt? Also im Stream? Ich kann jetzt gar nicht sagen. Also als es rausgekommen ist, ne, im Oktober. Ne, November. November. Oh, ich weiß nicht mehr. Haben wir es jeden Dienstag gemacht. War immer Forza Tuesday. Und dann haben wir mal ein paar andere Spiele gespielt. Alan Wake 2 und High on Life und so. Was richtig cool war. Und jetzt mal wieder Forza. Achso, im Career-Modus, ja. Hast du alles gemacht schon? Oh. Würde ich das nicht streamen, dann wäre ich auch schon lange fertig damit. Aber ich will halt das mit euch zusammen spielen, ne? Mit euch zusammen die Karriere machen. Und wenn die Karriere durch ist, dann, keine Ahnung, irgendwelche Events oder Multiplayer mit der Community und so. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin mit Zeus, der vorhin da war, Zeus Werther, bin ich mal einen Abend online gefahren. Und ja. Der ist halt nicht so der Motorsport-Mensch. Der ist mehr so ein Horizon-Mensch mit Rammen und so, ne, dich rauskicken. Das macht dann nicht so Spaß, ne? Das ist Motorsport. Das will ich auch. Nee, also ich glaube nicht, dass die Karriere in Multiplayer geht. Wir haben einfach so, haben wir mal wie sagt man? Wie nennt sich das hier? Ja, so eine Multiplayer-Veranstaltung haben wir gemacht. Wo dann nur wir beide auf der Strecke waren. Einfach mal, um zu gucken, wie das so funktioniert. Und ja. Im Grunde genommen war es super cool. Aber ja, er ist halt jemand, der will dich dann rauskicken und so, weißt du. Ich bin dann eher einer. Bei mir geht es darum, Zeiten zu schlagen. Ne, ich will jede hundertstel Sekunde oder so will ich da rausholen und nicht kämpfen. So, da können wir auf der langen Geraden mal gucken, wie schnell das Ding eigentlich fährt. Oh ne. Reicht nicht. Schauen wir mal. Wow. Oh. Ich wollte gerade sagen, dass, also die Strecke ist okay, aber nicht unbedingt gut. Es kommt aber immer auf das Auto drauf an. Das macht so einen Unterschied, ne, mit welchem Auto man auf dieser Strecke fährt. Vor allem jetzt kommt der die Linkskurve und dann noch eine Linkskurve und dann eine längere Rechtskurve, die sich so zusammenzieht. Und da ist es so wichtig, ein vernünftiges Setup zu haben. Reifen, Fahrwerk und so weiter. Da ist es dann schon, also da macht es schon einen riesen Unterschied, was für ein Auto man hat. So, die Rechtskurve da vorne meine ich, wo sich jetzt zusammenzieht. Die ist nämlich relativ schwer zu fahren. Oh, das geht mit dem geht's ganz gut. Der klebt gut auf der Straße. Das ist
nicht schlecht. Also Fahrleistung ist da von der Corvette. Jetzt kommt es nur noch auf den Fahrer drauf an. Ich lasse die automatisch tunen. Nicht immer, aber des Öfteren. Weil ich finde das System hier ein bisschen blöd gemacht. Bei den anderen Forza-Teilen fand ich es ein bisschen besser gemacht. Da habe ich dann gerne auch stundenlang darum gebastelt. Jedes PS rausgeholt und jeden Newtonmeter Drehmoment. Aber hier reizt mich das irgendwie gar nicht so. Ich weiß nicht. Da haben sie einen Schritt zurück gemacht, finde ich. Hoppala. Achso, du meinst vorgefertigte Tunings? Das, kann man natürlich machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das sind ja Leute, die so viel Zeit da investieren. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Und bei Forza Motorsport 7 und 6, da habe ich mir dann auch immer die Tunings runtergeladen von den anderen. Das hat super funktioniert. Absolut. Aber das ist immer, aber sehr oft. Gerade bei so Autos, die sehr hecklastig sind, wo man Probleme hat, ein ordentliches Handling hinzukriegen. Und wenn man ein ordentliches Handling hinkriegt, wo dann die Balance zu der Leistung nicht mehr stimmt, da habe ich dann auch immer gerne die Tunings runtergeladen. Ja, 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 das kenne ich. Echt lohnenswert, ja. Weil ist ja so, ne? Die stecken da so viel Zeit rein. Die perfektionieren das ja. Und ja, da freue ich mich dann drüber. Dann muss ich nicht so viel Zeit reinstecken. Aber es macht halt auch schon so ein bisschen den Reiz aus, ne? Das fand ich ja bei Forza Motorsport 1 und 2 fand ich das sehr, sehr gut, dass man nicht so viel Geld geschenkt bekommen hat und die Tuning-Teile auch erst freischalten musste. Was ja jetzt ähnlich ist hier beim 8er mit dem Freischalten. Aber Geld kriegt man ja ohne Ende. Und das war am Anfang, ne, bei den Teil 1 und 2, war das ja noch richtig heftig. Da hast du ja kaum Geld gekriegt, da hast du vielleicht mal 200 Credits gewonnen bei einem Rennen. Und dann hast du dir, keine Ahnung, einen Luftfilter gekauft. Und dann bist du wieder das Rennen gefahren. Und hast dann vielleicht 500 Credits gewonnen. Und hast dir dann eine Nockenwelle eingebaut. Und so bist du dann langsam, ganz langsam, hast du das Auto immer mehr verbessert und hast dann auch richtig gespürt, jede Veränderung, die man gemacht hat. Das war halt geil, ne? Das war dann so richtig, man hat sich verbunden gefühlt mit dem Auto. Bei den Horizon-Teilen, du wirst ja so voll geballert. Also du musst dir gar keine Mühe geben, ne? Du kriegst ja ständig irgendwie Geld und kannst dann einfach das beste Tuning reinmachen und los geht's. Na, es ist gut natürlich, ne? Das ist nicht schlecht. Aber da fehlt dann so die Verbindung zum Auto, ne? Die Liebe zum Auto. Ja.
Ein bisschen Leistung fehlt dir auch, ne, muss ich sagen. Ja, aber stimmt ja. Hier kann ich beides machen, ja. Entweder ich knall mir das Ding voll oder ich arbeite mich langsam dran. Und das mache ich ja auch mal so, weißt du. Also gerade so die ersten Events bei der Karriere, da habe ich dann oft dann hier gesessen und habe das dann einfach manuell gemacht. Aber manchmal, da will ich dann einfach Rennen fahren und nicht da rum experimentieren. Und dann mache ich dann das automatische Upgrade. Ja. Was dabei halt sehr schade ist, das optische Tuning ist dann nicht dabei. Ne? Das ist halt was mir sehr viel Spaß macht. Na, die Verspoilerung, tiefer legen ist dabei beim automatischen. Aber keine Frontschürze, Heckschürze, Heckspoiler, schöne Farben machen und so. Das mache ich dann eigentlich schon gerne. Das ist mir dann manchmal wichtiger wie das Tuning selbst. Hauptsache, es sieht halt einfach geil aus, das Auto. Und dann kann man sich langsam dran machen, mal den Grip zu verbessern, Gewichtsreduzierung, dann an den Motor dran gehen und so Stück für Stück dann halt was machen. Das macht schon Spaß. Aber das mache ich dann auch am liebsten so richtig intensiv offline. Weil dann kann ich mich auch mal 2 Stunden dahinsetzen, nur um Teile einzubauen. Das kann ich im Stream nicht machen. Ja, so ein bisschen schon, aber nicht so intensiv. Ja, wo bleibt da das Entertainment? Das ist dann halt... Das geht dann nicht. Aber ja, ich habe ja mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier... Jetzt im Moment zocke ich es auf dem PC. Da hinten steht der Simrig an der Xbox Series X. Unten im Wohnzimmer habe ich noch eine Xbox One X und eine Couch. Und das ist halt geil, ne? Auf der Couch zu sitzen und dann da zu probieren und zu machen. Das macht dann Spaß, so für mich alleine da rum zu basteln. Das ist cool. Oh, das war ganz knapp. Oh nein! Oh. Doch, es reicht, ist okay. Oh, die hat einen geilen Auspuff-Sound. Die ist schon eine Nummer besser wie meine. Meine Corvette. Ghost Raccoon. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt, ja. Da hast du recht, das macht auf der Couch macht das schon Spaß. Aber ich habe eigentlich nie Multiplayer gespielt, früher. Und deswegen habe ich das auch nicht lang gespielt. Vielleicht so die ersten 5 Missionen, die man da machen kann, ne? Und das war's dann auch schon. Mittlerweile spiele ich ja auch Multiplayer. Da könnte das schon Spaß machen, ja. Mit so ein paar Verrückten. Weg. So. Schön vorbeigezogen. Sehr schön. Oh, wir haben die Bonusrunde um 2 Sekunden unterboten. Allerdings mit Fahrfehler. Das war wahrscheinlich der Rempler. Oder der Ausrutscher in der 3. Kurve. Oh.
Wow, wow. So, noch 8 Minuten Training und dann das Rennen. Aber das passt ganz gut mit dem Timing. Also ich versuche immer so 21.30 Uhr aufzuhören. Ich muss um 6 Uhr morgen früh muss ich aufstehen. Da kann ich noch so ein Stündchen auf der Couch verbringen, um wieder runterzukommen. Damit ich dann ins Bett kann und dann schön schlafen. Das ist halt, da darf man die Priorität halt nicht aus den Augen lassen, ne? Das ist ein Hobby, ein cooles. Was ab Montag ein Kleinunternehmen wird. Aber den Hauptjob, den darf man natürlich trotzdem nicht aus dem Auge verlieren, ne? Und da brauche ich dann meinen entspannten Schlaf. Ja, ne? Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich meine, früher, ne, so mit 15, 16 Jahren, da war das alles egal. Man war in der Schule, man hat gezockt oder Filme geguckt oder war in der Disco bis morgens um 4. Hat dann 2 Stunden geschlafen, dann ist man in die Schule. War kein Problem, man hat ja die Energie gehabt. Aber man wird nicht jünger. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mit 35 hat das angefangen, dass das alles so ein bisschen nachlässt. Ne, man hat nicht mehr so die Reaktionsfähigkeit in den Spielen. Man braucht ein bisschen mehr Schlaf. Ne, wenn man lange wach bleibt, dann kriegt man auch mal ein bisschen Kopfweh und so. Das, man merkt das schon, dass man älter wird, ne? Nach Hause kommen und die Kiddos. Hehehe, genau. Da hast du was, worauf du dich freuen kannst. Ja, Schlaf ist absolut wichtig. Und ich hatte sehr lange Schlafprobleme, ne? Also in der Therapie habe ich es mal also in der Reha habe ich es mal ausgerechnet. Ich habe ungefähr 18 Jahre lang habe ich nur zwischen 4 und 6 Stunden geschlafen. Die letzten 18 Jahre. Und das hat mich so fertig gemacht. Deswegen war ich immer so müde, so kaputt und oh. Und dann in der Reha hat das angefangen, dass ich dann auf einmal 8 Stunden, 9 Stunden am Stück geschlafen habe. Das war so gut, so fantastisch. Ja, und jetzt bin ich seit Anfang Januar bin ich wieder zurück auf der Arbeit. Und da ist es dann ein bisschen schwieriger, weil man muss ja halt früh aufstehen morgens. Aber das früher ins Bett gehen, das klappt halt nicht so. Also schaffe ich die 8-9 Stunden auf keinen Fall und habe mich jetzt auch mittlerweile wieder so dran gewöhnt, dass ich das am Wochenende auch nicht mehr schaffe. Ja, also ich habe jetzt meine 7 Stunden ungefähr, die ich nachts schlafe. Ist mir fast zu wenig, ehrlich gesagt. Aber ja, das spielt sich wieder ein. Das ist gerade schwer zu lesen. Warte mal ganz kurz. So. Ein Tag, 12 Stunden. Tag. Oh, 12 Stunden Tagsschicht. Gefolgt von 2 Tagen Nachtarbeit. Oh Gott, oh Gott. Und wenn ich vielleicht noch privat Malerei. Ja, irgendwann haut sich einfach um. Oh Gott, oh Gott.
Ja, ich habe auch schon Jobs gehabt, wo ich Schicht gearbeitet habe. Das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann, boah, man kann sich da einfach nicht dran gewöhnen. Die biologische Uhr, die will schlafen. Die will schlafen. Ich habe 1999 bis Ende 2000 habe ich in McDonald's gearbeitet. Und da hast du überhaupt keinen Rhythmus gehabt. Da hast du, keine Ahnung, von 22 bis 6 Uhr gearbeitet. Dann kam die Ablösung nicht. Dann hast du noch weiter gearbeitet bis um 9. Bis dann genug Leute da waren. Dann bist du nach Hause gefahren. Hast ein paar Stunden geschlafen. Also mit dem Mofa damals noch, ne? Nach Hause gefahren, ein paar Stunden geschlafen. Dann wieder zurück. Dann die Tagschicht. Wo dann auch manchmal länger war. Also niemals hatte man die gleiche Schicht an zwei Tagen. Niemals. Und das habe ich dann 2 Jahre lang gemacht. Und dann hat es mir gereicht. Dann hatte ich die Schnauze voll. Ja, und dann den letzten Job, wo ich gehabt habe, bevor ich den Job jetzt gemacht habe, den ich jetzt mache. Das war auch Disposition in einem Dreischichtsystem, aber alles über Tag. Das heißt, das war 7 bis 16 Uhr, am nächsten Tag 8 bis 17 Uhr, am nächsten Tag 10 bis 19 Uhr und am nächsten Tag wieder von vorne 7 bis 16 Uhr. Und das war immer so. Man hatte keinen Schlafrhythmus irgendwie, das hat nicht funktioniert. Es war sehr, sehr schwer. Und da habe ich dann auch einen Burnout gekriegt. Das ging einfach nicht. 30 Sekunden. Sehr schade. Weil war eine ganz coole Firma eigentlich. Aber das hat nicht geklappt. Wenn man so bedenkt, sind wir nichts wert. Ja, in den Augen unseres Arbeitgebers sind wir nichts wert. Das ist so. Wir sind nur kleine Ameisen. Arbeiterameisen. Das ist leider so, ja. So, Rennen fahren. Und dann war's das. Nochmal kurz ziehen. Bin ich mal gespannt, was wir hier jetzt rauskitzeln können. 3 Punkte sind wir hinter dem ersten in der Gesamtwertung. Also sollten wir gucken, dass wir mindestens Zweiter werden. Falls derjenige nämlich Erster wird, dann haben wir nicht so einen großen Gap, ne? nicht so einen großen Abstand. Genau, ab in die Kiste. Aber es ist auch in jeder Region verschieden, ne? Ab in die Kiste, ab in die Falle, Bubu machen gehen. Da gibt es so viele verschiedene Ausdrücke dafür. So, was traut mir Forza denn zu? Oh. Oh. War ich so schlecht? Aber gut, dann starten wir als Dritter. Hoppala. Jo. Rennreifen haben wir immer noch nicht, ne? Hat er bestimmt keine gekauft. Nee. Ja, Deutsche sind ganz lustig. Meistens. Nicht immer.
Ne, was echt cool. Und die Gegend, wo ich hier wohne, das ist Weingebiet, ne? Rheinland-Pfalz heißt das. Und da sind alle Leute, sind immer lustig, immer Party machen, immer Witze machen. Das ist eine sehr gute Gegend, um aufzuwachsen, um zu wohnen. Ich habe noch an... Also ich wohne hier nicht immer. Ich bin aufgewachsen an der Nordsee, ne, auf einer kleinen Insel. Und von da aus nach Australien ausgewandert. Aber auch nur fast 2 Jahre ungefähr und dann wieder zurück. Und seitdem wohne ich hier. Und super hier. Super. Gefällt mir. So, jetzt bin ich gespannt. Nee, nicht Rügen. Insel Borkum. Die schönste der ostfriesischen Inseln. Auch die erste an der holländischen Grenze. Berlin? Ja, Berlin ist ein spezielles Pflaster. Berlin... Da wohnen andere Leute. Meine Ex-Frau kommt aus Berlin. Hat damit aber nichts zu tun, ne. Nee, in Berlin ist schon... Das ist schon was anderes. Das ist wie New York. Auch genauso gefährlich. Mr. Top Gun. Geil. Nein, nein, nein. Ah, oh, das habe ich im Chat gelesen. Nein. Verdammt. Boah, gib Gas. Oh, 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 oh. Ich ahne Schlimmes. Der da vorne ist ganz schön schnell. Vielleicht kriegen wir noch. Na, sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, 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 oh. Solange ich keinen Mist baue, ist alles okay. Oh nein. Boah. Gerade noch gerettet. Der Maverick, du musst bedenken, seine Tastatur ist auch anders, ne? Deswegen musste versuchen zu verstehen, was da geschrieben wird. Aber es geht. Es geht. Wow, wow, wow. Das war auch ein recht cooles Überholmanöver. Ja, das ist absolut schwierig. Oh, 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 oh. Ah, ich lese zu viel im Chat. Nein. Oh, aber geht. Runden. Okay. Drückt mir die Daumen.
Wir brauchen die Punkte für die Gesamtwertung. Nicht, dass dann noch Virginia kommt, wo ich sowieso Letzter werde und dann alles versaue. Dann müssen wir erstmal das Punktekonto ein bisschen auffüllen. Don't text and drive, gebe ich dir vollkommen recht. Absolut. Oh, oh, oh. Hey Maverick, der Stream stürzt gar nicht ab. Das ist ja der Hammer, ne? Also anscheinend... Na, wie soll ich sagen? Bei Alan Wake ist er ja ab und zu abgestürzt. Bei Starfield ist es komplett abgestürzt. Anscheinend ist die Grafikkarte einfach überlastet. So, gut. Muss mal die Grafik ein bisschen runterschrauben und dann... funktioniert das wohl auch. Aber eigentlich will ich die Grafik nicht runterschrauben. Dafür habe ich doch dieses Teil gekauft. Forza of Hardcore. Ja, also die vorherigen Teile habe ich auch alle auf... wie heißt das? Unschlagbar heißt das hier. Ist das höchste Level. Funktioniert einwandfrei. Mit dem Lenkrad allerdings, ne? Mit dem Joypad nicht so gut. Auch nicht schlecht, aber nicht so gut. Mit dem Lenkrad klappt das besser. Aber ich weiß nicht, ob ich das immer noch so hinkriegen würde. Und auch nicht, ob ich das in dem Spiel hinkriegen würde. Weil das ist ja schon ein bisschen... anders als die vorherigen Teile. Die ganze Physik-Engine. Die ist schon anders. Hast alles aus? Ich habe normalerweise auch alles aus. Aber im Stream habe ich die Sachen an, damit die Leute dann halt auch sehen, was da abgeht. Aber ich habe eigentlich auch alles aus und fahre dann auch nur Cockpit an Sicht und fahre dann halt nach Tacho. Das finde ich auch viel realistischer. Und an dem Simrig, ich sitze quasi mit dem Lenkrad unter einem 55 Zoll Fernseher, wodurch man halt die Immersion hat, man würde da wirklich fahren. So, das ist krass. Das ist ein sehr krasses Fahrgefühl. Aber dann klappt es dann halt auch super. Und was auch sehr geil ist, was ich empfehlen kann, PlayStation VR. Damit Rennen fahren ist so geil. Also ich habe die PSVR und habe eine PS4 Pro, die allerdings kaputt ist im Moment, also mittlerweile. Und dann bin ich Drive Club gefahren, stundenlang im Multiplayer tatsächlich in VR. Das ist Wahnsinn. Das fühlt sich so gut an. Am Anfang ist mir schlecht geworden. Erste Kurve habe ich mich fast übergeben. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, das ist wie echtes Autofahren. So geil. Genau, immersiv 2000%. Absolut. Ist das der Wahnsinn. Ja, ich habe die VR für die, also die erste VR, habe ich damals über einen Stromanbieter gekriegt. Das war dann so, was weiß ich, wenn ich den Vertrag abschließe, bla bla bla, dann kriege ich die als Geschenk dazu. Und dann habe ich das gemacht. Voll geil. Ja, und die PSVR 2. Da soll wohl bald ein Feature kommen, dass man die auch an den PC anschließen kann. Und das wäre cool. Das wäre dann so eine der günstigsten Varianten für VR am PC.
Boah. Mit hoher Qualität. Also da hätte ich schon Bock drauf. Definitiv. Aber ja, irgendwann. Ich glaube, ich habe in den letzten 6 Monaten genug Geld ausgegeben für Streaming. Ungefähr 2000 Euro, also. Dann lassen wir uns mal ein bisschen Zeit. Es sei denn, es kommen unverhofft 500 Subs rein. Dann kann ich mir auch eine VR-Brille leisten. Aber vorher nicht. Also ich kann jetzt gerade nicht im Chat lesen. Das ist. Ich muss mich jetzt in der letzten Runde ein bisschen konzentrieren. Aber dann hole ich alles nach. Versprochen. Oh, nein. Boah. Ja. Aufpassen, konzentrieren. Maverick, hast du mitgekriegt, was in der Türkei die Twitch-Subs kosten? Das ist ja krank, ne? Das ist ja wirklich krank. Da kannst du per VPN kannst du dir über die Türkei Subs holen für 79 Cent oder so. Ist das der Hammer? Das ist schon krass. Ja, ich habe das auch jetzt gerade gestern. Ich glaube, gestern war das. Ja, genau, gestern. Habe ich das mitgekriegt auf YouTube. Da hat Stay hat reagiert auf. Hier den CEO von Twitch. Hab den Namen vergessen. Und weil da kommt jetzt bald eine Änderung, dass sie die Preise in der Türkei auch anpassen. Und Stay dann gesagt, ja, das war unfair. Und dann habe ich ein anderes Video gefunden, wo einer drüber gesprochen hat. Die waren mal bei 49 Cent, dann bei 79 Cent, ne, umgerechnet halt, ne. Aber das ist ja krass, ne. Da kannst du ja Subbomben raushauen ohne Ende. So, jetzt mal kurz gucken. Ja, genau, Famris. Das wird True Force, deine Frau das so mitkriegt. siebentausendfünfhundert Franken. Alter. Das ist schon übel. Achso, mit allem Pipapo, ja. Ich habe so viel gar nicht ausgegeben. Also in den 2 Jahren. Inklusive PC und Kamera und Mikrofon und Licht und hier. Ne? Touch Portal und Schrank da hinten und Stuhl und Licht und also allerhöchstens 2500 Euro und davon war der PC ja schon 1600 Euro. Mehr habe ich da nicht ausgegeben.
Und bin trotzdem zufrieden, also. Klar, wenn mal ein bisschen Einnahmen da sind, dann wird auch mal eine bessere Kamera kommen. Dann wird auch ein besseres Mikro kommen, so wie du, ne? Das SMB7. Dann wird auch, wie heißt es, so ein Stream Deck kommen, so ein ordentliches. Aber nach und nach. Im Moment ist doch alles top. Ist doch alles in Ordnung. Ja, genau, Dan Clancy. Dan Clancy heißt er. Ja, genau. Das wird deine Frau nicht verstehen, wenn du mit Helm zockst. Ich hätte gerne so einen Anzug. Einen Rennanzug und Handschuhe, wenn ich am Lenkrad sitze. Irgendwann hol ich mir die mal. Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Gut, Anzug. Mittlerweile wohne ich jetzt halt hier in dieser Wohnung und bin hier unterm Dach. Und im Sommer ist es dann halt sehr, sehr warm.